Moin, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Und ich glaube, der heutige Spieltag ist gegen Greuther Fürth. Ich wollte mir noch was anderes aussuchen. Ich wollte doch keine Bonschis mehr. Ich mag nicht immer Bonschis. Was ist denn das hier? Ach, ein Stadion. Gibt es hier irgendwie nichts Gutes? Das ist irgendwie voll langweilig. Ach komm, nehmen wir mal. Was ist das? Schwerter? Kann ich nicht sehen? Keine Ahnung. Ist irgendwas von oben? Auch egal. Ja, schauen wir uns das Team nochmal an. Michael Jani, jetzt wieder gute Form. 14. Damit Stärke 80. Ist in Ordnung. Fast, auch in Ordnung. Hopman, ist der immer noch nicht zufrieden? Oder wieso gab es immer noch nicht die Meldung, dass der sich gefreut hat, dass ich ihm... Er darf mehrere Ligaspiele durchspielen, ja. Du hast gut trainiert. Mhm. Gucken wir nochmal hier fast. Du hast auch gut trainiert. Ja, wunderbar. Mats, ich sage einfach mal irgendwem alles immer jetzt hier. Mal gucken. Gut trainiert. Auch super gewesen, ja. Wunderbar, Arom. So, Alex Bratpfanne. Ja, super Training. Muss man versuchen, irgendwie... Oh, großes Lob hier, das ist auch schön. Das ist eine wirklich besondere Phase momentan. Ich glaube, ich genieße jeden Tag und ich werde das immer weiter tun. Bla, bla, bla. So, vielleicht fürs linke Mittelfeld nochmal Truben mit reinnehmen. Julian Peugler. Potsdam. Peugler... Für Zuti, ne? Marek Scheen. Hubmann. Ja, es ist jetzt gemein. Marek Scheen war sonst meistens immer drin. Aber er wurde jetzt ausgewechselt durch Fast und Hubmann. So, Bratpfanne. Ja. Ist gut, ist gut. War ich eigentlich zuletzt hier? Nein, guck. Ich war nicht joggen. Die Mutter ihrer Freundin Christine kommt zu Besuch. Was diese ganz toll findet. Oh ja, super. Ja, man muss ja immer hier, ne? Mit Schwiegermutter und so. Zukünftige Schwiegermutter. Von Jennifer Lopez. Ah. Meine Güte. Ich glaube, das Geld sehen wir nie wieder. So, nochmal kurz auf die Taktik schauen. Taktik, die Tick-Tack, sagt Honeyboy. Ja, das ist in Ordnung. Kurz hier schauen. Soll er noch mal ein bisschen mit Distanzschüssen probieren. Laufwege, ja. Teufel kann ruhig noch einen Tick reinkommen. Wunderbar. Und... Oh, aha, Olivier Ozean. Taki? Ja. War nicht Asamoah bei denen? War es wahrscheinlich nur auf der Bank oder so, ne? Ich weiß das gar nicht, wie es bei dem Moment aussieht. War es Asamoah? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Ich weiß es nicht mehr genau. Sonderbewachung hier. Nein. So ein Blödsinn. Haben wir gar nicht nötig. Und wir machen dann mal hier ein Textmodus. Ja, wir fegen sie aus dem Stadion. Das ist mir so. Vier Tore gewinnen. Kevin nimmt den Ball. So, Einstellung. Mhm. Ja, so machen wir das mal. Der Ball rollt! Ach, Mann! Ein gefällig vorgetragener Angriff von Greuther Fürth. Dann aber Mimun Azuaga. Mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nun zu einem Abschluss führt. Ja, gelbe Karte. Nach einem Foul an Death Hunter. Er lässt zunächst weiterspielen. Leon Robben scheitert aber an Max Grün, dem Torwart. Und dann gibt es halt nochmal einen Innenverteidiger, der da gelb kriegt. Leon Robben kriegt gelb nach einem Foul an Dabrowski. Schon zwei gelbe Karten in 5 Minuten. Das ist natürlich freilich.
nicht das, was wir wollen. Gefährliche Freistoßchance in Fürth. Gefährliche Freistoßchance in für Greuther Fürth. Thomas Kleine mit einem Foulstoppen. Dambo war das. Die Torentfernung beträgt 18 Meter. Jungs, das müsst ihr halten. Michael Jani, unseren Super-Dingsbums. Ne? Der schießt, der Heinrich. Aha. Läuft an. Und Michael Jani fliegt und pflückt den Ball aus der Luft. Ja, wunderbar. Sehr schön gemacht. Wäre echt cool, wenn wir richtige Spielerbilder von unseren Jungs hätten. Aber das wird ein bisschen schwierig. So. Klare Schwalbe. Wird sofort erkannt und wird einer gelben Karte belohnt. Zweite gelbe Karte. Ah, wir waren in Überzahl. Dambo macht es aber alleine und der Torwart kann den Angriff parieren. Flanke von Notaldo ist eigentlich zu weit, aber Defender versucht trotzdem aus Spitzenwinkel mit einem Volleyschuss. Der war gar nicht schlecht, aber der Torwart Max Grün hat den locker. Death Hunter steigt einen halben Meter höher und haut die Flanke von Dambo per Kopfball an den Pfosten. Mhm. Brotlose Kunst in dieser Situation des KSV Zockerdus. Man lässt den Ball wunderbar über viele Stationen laufen, ehe Dambo aus 11 Metern eine wirklich gute Chance hat. Das Tor von Max Grün aber knapp verfehlt. Meine Güte, Jungs, da muss mehr gehen! Otalo versucht es mit einem langen Ball, doch Death Hunter steht im Abseits, wird abgepfiffen. Wir haben hier 15.000 Zuschauer in Fürth. Es ist bewölkt. Mhm. Death Hunter mit einem Dropkick. Oh, Powerplay in Fürth! Beim KSV Zockerdutz sieht jetzt noch einmal, ziehen noch mal richtig ein fettes Powerplay auf. Death Hunter naht schließlich Thomas Kleine und kommt zur Flanke. Otalde kommt zum Kopfball. Der Innenverteidiger bekommt den Ball gegen die Brust. Otalde diesmal mit dem Fuß. Glanzparade von Max Grün. Der Torwart ist heute richtig in Topform. Der hält einiges heute. Da muss noch mehr gehen. Jungs, hier, mach mal. Oh nein, das war vielleicht schlecht. Jetzt voller Angriff und dann kriegen wir das Ding rein. Ich glaube, sowas habe ich schon mal erlebt. Genau so und nicht anders. Flach nach innen, aber Grün ist da äußerst aufmerksam und sichert den Ball rechtzeitig, bevor Dambo rankommt. Nehrigen wirkt ängstlich und versucht Schüsse aus 20 Metern Entfernung. Okay, Death hat mit einer 1,5, aber bisher noch nicht so eine starke Leistung in Form von Toren gezeigt. Können wir erstmal weiterlaufen lassen. Geben Death Hunter erstmal nochmal ein Lob. Wunderbar, da geht er ab. Wie Schmitz Katze. Natürlich auch Michael Jani loben. Und Fast. Wunderbar. Bei einer 2 kann man auch gerne loben. Aber wird nicht angenommen. Schade. Nee, ist ihm egal. Das ist echt immer schwierig. Naja. Zweite Halbzeit wird angepfiffen und die ersten Minuten passiert erstmal gar nichts. Ecke von rechts, Otaldo spielt. Pekovic gewinnt das Kopfballduell, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Otaldo schlägt die Ecke auf den Elfmeterpunkt, gerade so, dass Max Grün nicht weiß, ob er rauskommen soll. Leon Robben kommt so zum Ball, verfehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. So, und danach dringt Death Hunter in den Strafraum ein. Anstatt für Hannibal aufzulegen, spielt er seelenruhig Kleine aus und schießt. Der Innenverteidiger rettet auf der Linie und schießt Thomas Kleine an. Ein Eigentor. Na gut, wie ist das? Jetzt geht's nur noch. Zack, zack, zack. Otaldo passt auf der linken Seite auf Honeyboy. Quer legt er auf Dambo. Und der Torwart hat keine Chance, diesen Ball abzuwehren. 2:0. Jetzt haben wir unseren Punkt gefunden. Julian Peukler, du wirst langsam unfrisch. Erstmal aufwärmen, Zutina. Wechsel, genau. Da kann man mal sehen, wie lange die sich schon aufwärmen. Ah, da wechseln sie schon zwei aus. So, sag Bescheid, wenn du hier fertig aufgewärmt bist.
Robben erkämpft sich im Mittelfeld den Ball. Nein! Nein, 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 nein! Verdammt! Nein! Ah, nur weil er gelb war. Shit! Na gut, dann muss ich noch was anderes wechseln. Also Zutina für Peukler und dafür hauen wir Mats rein. Ja, ja, ja. So. Das war Blödsinn. Ich hab die gelbe Stelle gesucht. Dann habe ich einfach nur, keine Ahnung, dumm auf ihn gewechselt. Ah. Ich wollte eigentlich nicht Robben auswechseln. Naja, egal. 0-3. Passt schon. Und dann möchte ich noch Bratpfanne drin haben. Oder Hopeman. Oh, und noch ein Tor. 0-4. Deshalb liegt quer auf Mats, der nicht angegriffen wird und das Leder aus 25 Meter in die linke Ecke jagt. Wunderbar, wunderbar. So. Honeyboy schon steht da vor dem Torhüter. Der macht sich so groß wie möglich, bekommt aber mit einem Beinschuss die Höchststrafe. Oh. Wird auch noch getunnelt. Bitte wechseln. Ja, 0-6. Meine Güte, was ist denn hier los? 7. Vorlage von Otaldo? Ach du meine Güte. Ne, 7. Tor. Vorlage Otaldo. Ah, so meint er das. Honeyboy, 6. Tor in dieser Saison. Ja gut, ich habe mich hier gerade konzentriert. Verdammt. Nach einem Fehlpass kommt Sweet Danny an den Ball und bedient der Santa in der Mitte. Der dreht sich, dringt bis zur Strafraumlinie vor und legt zurück auf Sweet Danny. Aber der SPVG-Akteur klärt in letzter Sekunde. Sieg für KSV Zockerlust wird hier völlig in Ordnung gehen. Schlusspfiff. 0-6. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass das hier so ein 0-6 wird. Verlässt trotz guter Leistung geschlagenen Platz. Die Form seiner Vorderleute reichte heute nicht aus, um die Angriffe des KSV Zockerlust in die Schranken zu weisen. Ja, das habt ihr gut erkannt. So, die Statistiken. Also wir sehen eindeutig hier die Noten. Ganz klar hundsmiserabel. Hier hätten wir sogar die Fegen wir vom Feld nehmen können, weil wir mit mehr als 4 Toren Unterschied gewonnen haben. Das geht auf jeden Fall ganz gut klar. Ergebnisse. Oh, in 5-2. Cottbus gegen Paderborn. Offenbach, also die gewinnen auch 1-4. Sandhausen 3-1, ja. Und wir haben jetzt weiterhin unseren Punkte-Vorsprung weiter ausgebaut. 7 Punkte Vorsprung. Damit kann man leben. 8 Punkte auf Aachen. Dann nach Frankfurt leider abgeschlagen wieder. Verdammt. Also ich würde mich freuen, wenn Frankfurt aufsteigt. Florian Frick ist einer meiner Lieblingskollegen, aber nicht wegen der schönen Ergebnisse. Wir müssen nun weiter kämpfen und versuchen, diese Fehler in Zukunft nicht mehr zu machen. Ach was. Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Trainer sagte, komm, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los. Ja. Hier, das halbe Mittelfeld von uns. Otaldo, Honeyboy und Mats. Die besten Spieler, schauen wir doch mal. Honeyboy. Mit 0,88 Toren ist er der Erstplatzierte. Sehr cool. Honeyboy, die besten Noten. Also das ist schon lange nicht mehr gegeben. Da die Stürmer sind sogar abgeschlagen. Wo ist denn da Dambo? Dambo ist... Boah, hier unten. 2,56. Ja, aber die holen auch noch auf. Die holen noch auf. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. So. Das nächste Spiel ist gegen Sandhausen. Honeyboy erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Wunderbar. Alltag nach der Königsklasse. Der Alltag hat die Teilnehmer der Meisterliga wieder eingeholt. Die Übersicht rechts zeigt, wie die Mannschaften am ersten Spieltag nach dem internationalen Pokal in ihren Ligen abgeschnitten haben. Mhm. Aha. Interessant. Bayern hat unentschieden gespielt. Naja. Lassen wir nochmal vorspulen.
Werden einheimische Talente von Legionären ausgebremst? Oft wird wahllos eingekauft und die einheimischen Talente bekommen keine Chance. Das ist eine Katastrophe. Gute Spieler setzen sich immer durch. Zur Not verleihen ihnen wir sie eben für ein, zwei Jahre. Nein, nicht nur. Es ist doch so, wenn gute Ausländer in der Liga spielen, nützt uns das, weil die jungen Spieler sich verbessern können. Wenn der einheimische Nachwuchs nichts hergibt... Aha. Ja, machen wir das mal. Keine Ahnung. Jugendspieler Moral plus. Wir kommen eh keine anderen ein. Wird die Qualität am Ende nicht doch den Ausschlag geben? Schön wäre es. Aber heutzutage wird immer mehr von Agenten geregelt, sodass man allein durch Qualität nicht mehr vorankommt. Es kann doch nicht sein, dass sich ein 18-Jähriger, der gerade dreimal unfallfrei aufs Tor geschossen hat, gleich für einen Top-Spieler hält. Nee. Da kommen wir gleich zur nächsten Katastrophe. Die Jungspieler sind teilweise teurer als die Legionäre. Keine Ahnung. Alle Moral? Dann war's wohl richtig. Ich war mir da echt unsicher, was ich da nehmen soll. Okay, Stadion ausgebaut. Wunderbar. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Bauhof. Mhm. Zwei Bauaufträge. Was haben wir hier? Fitnessparcours. Kann ich nicht bauen? Wieso kann ich die Sachen nicht bauen? Ach, Jugendstadion. Haha, nee. Ich müsste mal in die Tabelle schauen, aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. So, zurück in Jugendmannschaft. Mhm. Luca auf seiner derzeitigen Position gute Fortschritte machen könnte, wenn er verstärkt Passspiel trainiert. Luca, ich glaube, du trainierst ein wenig passen. Oh, schon auf 90. Oh. Mhm. Ja, ja. Siebprämie in Aussicht, ja. Honeyboy, neue Erfahrungsstufe, jetzt Stufe 3. Ja, gut, das war's erstmal für diese Folge. Die zweite Folge für diesen Tag folgt gleich hinterher. Also, macht's gut.